Als erstes Experiment empfahl er, eine Versuchsperson, die von ihrer Rolle nichts weiß, zum Beispiel im Theater mit den Augen im Nacken und dem festen Gedanken, ich will, dass er oder sie sich umdreht, zu fixieren, sodass sie diesem tatsächlich folgt. Ochorowitsch setzte sich auch mit dem Problem der schädlichen Nutzung der psychischen Energie auseinander. Seine praktische Frage war, wie man sich vor gefährlichen Suggestionen schützen könne. So stellte er 4 goldene Regeln der psychischen Selbstverteidigung auf, allgemeine Ratschläge für den Alltagskampf. Erstens, man solle die Vorräte an psychischer Energie niemals ausgehen lassen. Zweitens, man solle ehrlich mit sich selbst sein und die Achtung vor sich selbst bewahren. Drittens, man solle keine Angst haben, dass diese negative Schwingungen anziehe. Und viertens, man solle sich von Gefühlen des Hasses und der Abneigung freimachen, die diese sinnlos am psychischen Energievorrat zehren. Im Vordergrund standen freilich praktische Fallbeispiele der nützlichen Telesuggestion im Alltagsleben, wenn beispielsweise eine Mutter ihren jungen Sohn vom gefährlichen Motorradfahren abbringen möchte. Ochorowitsch gab auch praktische Ratschläge, wie wir selbst als Durchschnittsmenschen die Mentalsuggestion zu Heilzwecken einsetzen könnten. Indem wir, wie er schreibt, unsere psychische Energie regelmäßig auf den Kranken übertragen. Die psychische Bestrahlung setzte genügend Reserven an psychischer Energie voraus. Eine Grundregel für die Heilung durch Telesuggestion lautete, dass man Patienten immer als Gesunde visualisieren solle. Lassen Sie es auf keinen Fall zu, dass sich die Krankheit zwischen seinen und ihren Geist stellt, meinte Ochorowitsch. Das Interessante, ja Faszinierende an seiner Gestalt ist, dass sich ein positivistischer Wissenschaftler und innovativer Fernmeldetechniker mit Okkultismus, Mediumismus und Mentalsuggestion auseinandersetzte, um deren Phänomene im Sinne anerkannter naturwissenschaftlicher Gesetze aufzuklären. Letztlich sollte die Parapsychologie in die wissenschaftliche Psychologie überführt werden. Der positive Rekurs auf Mesmers Fluidumtheorie bedeutete zugleich eine Absage an alle Spekulationen der romantischen Naturphilosophie mit ihren spiritualistischen, dämonologischen Anklängen. Die Telefonmetapher und der Energiebegriff sollten die fraglichen Phänomene erklären. Somit schlossen also wie bei Mesmer physikalische Reduktionen keineswegs die Anerkennung und Inszenierung parapsychologischer Phänomene aus. Ganz im Gegenteil. In den 1920er Jahren war das Interesse am Okkultismus besonders ausgeprägt und erreichte breite Bevölkerungskreise. Vor allem die Popularisierung mesmeristischer und hypnotischer Techniken ist zu erwähnen, die sich in der grauen Ratgeberliteratur niederschlug. Insbesondere zogen Telepathie und Mentalsuggestion die Aufmerksamkeit auf sich. So publizierte der siebenbürgische Schriftsteller Robert Sieg Gerus 1923 eine gemeinverständliche Studie zu dieser Thematik, in der alle möglichen Quellen, zum Teil fehlerhaft, referiert werden, welche die Tatsache der Telepathie belegen sollten. Er stellte seinem Buch ein markantes, jedoch verkürztes und verändertes Goethe-Zitat aus dem Gespräch mit Eckermann vom 7. Oktober 1772 als Motto voran. Es kann eine Seele auf die andere durch bloße, stille Gegenwart entscheidend einwirken. Wir haben alle etwas von elektrischen und magnetischen Kräften in uns. Eckermann zitierte Goethe jedoch folgendermaßen: Wir tappen alle in Geheimnissen und Wundern. Auch kann eine Seele auf die andere durch bloße, stille Gegenwart entschieden einwirken. Und der Satz mit den magnetischen und elektrischen Kräften wird durch folgende Erklärung ergänzt: Und wir üben wie der Magnet selber eine anziehende und abstoßende Gewalt aus, je nachdem wir mit etwas Gleichem oder Ungleichem in Berührung kommen. Der wichtigste Bezugspunkt für Sigerus war aber nicht Goethes Naturverständnis, sondern die zeitgenössische Technik der drahtlosen Telegraphie, mit der er die Telepathie verglich. Im Telepathie-Experiment über weite Entfernung könnten Perzipienten mit außerordentlicher Veranlagung unversehens ungewollten akustisch-telepathischen Einwirkungen von dritter Seite zugänglich werden.
und erläuternd fügte er in einer Fußnote ein technisches Gegenstück als Beispiel ein. Zitat: Ende September 1912 wurde eine drahtlose telegrafische Nachricht, die von der österreichischen Marinestation Sebenico an ein in der Adria kreuzendes Kriegsschiff gegeben wurde, über die ganze Alpenkette versehentlich auch von einer auf einem Zürcher Observatorium errichteten drahtlosen Empfängerstation empfangen. Drei Schlüsselfragen standen für Sigerius im Zentrum seines Erklärungsversuchs. Erstens, erfolgt die telepathische Kommunikation ausschließlich und direkt von Gehirn zu Gehirn? Zweitens, welches Medium ermöglicht diese auf sehr große Entfernungen vorkommende Kommunikation? Und drittens, wie kommt es zur telepathischen Kommunikation zwischen einzelnen Menschen, zum telepathischen Rapport? Seine Antwort stützte sich auf die Annahme, dass der Weltäther das Medium der Telepathie ist und die geistige Tätigkeit im Gehirn besondere Arten von Ätherschwingungen hervorruft, die ihrerseits wieder im Gehirn anderer, hierzu disponierter Personen telepathische Eindrücke bewirkt. Solche intensive spezifische Ätherschwingungen bedeuten Ausstrahlungen des menschlichen Gehirnes, meinte Sigerius. Angesehene Forscher, insbesondere der Physiker René Blondelot und der Physiologe Pierre Charpentier, beide Professoren der Universität Nancy, glaubten im frühen 20. Jahrhundert, solche Ausstrahlungen tatsächlich nachweisen zu können. Ersterer prägte den Ausdruck N-Strahlen, N von Nancy, letzterer sprach von Körperradioaktivität. Letztlich waren solche unbeweisbaren Annahmen nichts anderes als Analogieschlüsse von der Technik auf die menschliche Natur, eine Art Technisierung des Menschen. Wenn schon die telegrafische Kommunikation einem Wunder glich, warum sollten nicht auch Organismen ähnliche Leistungen vollbringen können oder jene sogar übertreffen? Zitat: Die Technik ist ja nur die bewusste oder unbewusste Nachahmung der Natur. In einer näherliegenden Analogie erklärte Sigerius den telepathischen Rapport als fast identisch mit dem hypnotischen Rapport, ja sogar mit dem im Alltagsleben vorkommenden eingeengten Bewusstseinszustand beim intensiven Nachdenken. Kommunikation und Rapport setzten, so Sigerius, ein suggestives Verhältnis zwischen Agent und Perzipient voraus. Sie setzen eine außergewöhnliche Intensität der Ätherschwingungen von Seiten des Agenten und eine außergewöhnliche Reizempfänglichkeit von Seiten des Perzipienten voraus, die bei beiden durch eine hochgradige Erregbarkeit gewisser Ganglienkruppen der Großhirnrinde bei gleichzeitiger Hemmung anderer Hirnteile veranlasst würden. Der aufblühende Okkultismus im frühen 20. Jahrhundert popularisierte entsprechende Techniken, wie beispielsweise das Lehrbuch zur Entwicklung der okkulten Kräfte im Menschen von Karl Brandtler Pracht, eines aus Wien stammenden theosophischen Astrologen. Es offenbart die ungebrochene Attraktivität des Mesmerismus für alle, die sich für Theosophie, Okkultismus und Spiritismus interessierten. Die Hypnose war demgegenüber von geringer Relevanz. Sie mache willensunfrei, während es dem Okkultismus um unvergängliche Werte für die geistige Ebene gehe. Zitat: Von dem durch die Hypnose errungenen aber hat der innere Mensch keinen Nutzen. Das Lehrbuch beschrieb die einzelnen Stufen der zu entwickelnden okkulten Kräfte, vom Lehrling über den Gehilfen bis zum Meister, vom magischen Blick über die heilmagnetische Kraft bis zu höheren magnetischen Fähigkeiten. Entscheidend war die Aufwertung des Mesmerismus gegenüber dem Hypnotismus, die Brandtler Pracht scharf voneinander abgrenzte. Der Heilmagnetismus habe mit Hypnose und Suggestion nichts gemein, schreibt er. Suggestion kann nur von Gehirn zu Gehirn gehen, aber nicht von odisierten Stoffen auf das Gehirn. Die Hypnose wirkt nur durch die Willenskraft allein, besteht also in einem rein psychischen Vorgang, während der Magnetismus materieller Natur ist und ein durch einen Willensakt geleitete Übertragung eines feinen Stoffes vorstellt, der als die Lebenskraft aufzufassen ist.